Herr Beck, ich würde sehr gerne mit Ihnen sprechen zu dem Thema Mobilität. Das ist ein Thema, was das Goethe-Institut mit mir gemeinsam erschlossen hat. Wir sind am Überlegen, am Mitdenken, was dieses Thema Mobilität überhaupt bedeutet innerhalb Europas. Und das ist auch meine erste Frage. Was bedeutet Mobilität in der kosmopolitischen europäischen Gesellschaft, die Sie so oft in Ihren Büchern und in Ihren Vorträgen auch beschreiben? Warum brauchen wir diese Mobilität und warum wird sie immer wichtiger? Mobilität ist ein Grundbegriff erstmal der Moderne. Die Menschen sind in bestimmter Weise mobil geworden. Das heißt, es ist notwendig, einfach um den Wirtschaftsverkehr, aber auch den Austausch von Ideen in Gang zu halten, dass die Menschen mobil sind. Wir haben allerdings diese Unterscheidung, sehr interessante Unterscheidung, zwischen Mobilität und Migration. Und Mobilität ist häufig, also jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, etwas, was sehr erwünscht wird, was auch gefördert wird. Bei Migration tritt man auf die Bremse dagegen. Und es ist eigentlich dasselbe. Migration ist dadurch definiert, dass man über Grenzen hinweg, über nationalstaatliche Grenzen hinweg mobil wird. Da wird bei uns im nationalen Zeitalter, kommen rote Lampen auf und man baut alle möglichen Kontrollen ein, um damit eingeschränkt umzugehen. Das heißt, wir haben eigentlich einen merkwürdigen Widerspruch, mit dem wir uns konfrontieren müssen. Aber es ist doch so, dass die Mobilität gerade für die Eliten, aber auch für die Studenten, die seit 25 Jahren an Erasmus-Programmen teilnehmen, das sind Tausende von Studenten, die sozusagen durch ganz Europa reisen, dort aber auch studieren, und jetzt kommt auch die Arbeitsmobilität dazu, dass die Menschen ja an sich schon mobil sind oder immer mobiler werden, damit aber noch so ein bisschen allein im Raum stehen. Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn man überhaupt fragt, wo wird Europa erlebt? Wo haben die Menschen das Gefühl, dass sie mit Europa zu tun haben? Dann ist es diese Mobilität, die Freiheit, über Grenzen hinweggehen zu können, die die Generation vorher nicht kannte und die jetzt ganz selbstverständlich geworden, teilweise so selbstverständlich, dass sie nicht mal mehr verteidigt wird in dieser Situation. Das ist richtig. Und die Erasmus-Generation steht für diese Art von Mobilität. Hat sehr viel mit der Freiheitserfahrung zu tun. Und man kann sagen, dass diese Freiheitserfahrung eigentlich das Plus ist, das Zusätzliche, was die europäische Gesellschaft gegenüber der nationalen Gesellschaft den Individuen bietet. Aber dann wird es doch schon schwierig. Gucken Sie sich mal die Arbeitsmärkte an. Die Arbeitsmärkte sind nach wie vor sehr national dominiert, selbst innerhalb Europas. Das heißt, wir haben nach wie vor immer noch das, was ich vorhin sagte. Mobilität ist eigentlich erwünscht im nationalen Raum. Wir beginnen jetzt langsam zu lernen, dass vor allen Dingen angesichts der Krise eben eine Generation arbeitslos oder Arbeitslosigkeit kann man sie ja fast nennen, jetzt lernen sollte und auch teilweise ja gezwungen ist, neu sich auszurichten, um beispielsweise in Deutschland ein Examen zu machen, das sie dann entweder in Deutschland oder in Spanien oder in anderen Ländern anwenden können. Aber da gibt es doch noch ziemlich viele Hürden. Die jungen Leute, die ich jetzt sehe, über denen ich auch gesprochen habe, die gerne nach Deutschland gehen und einfach auch sagen, für mich ist es eine Chance in meinem Lebenslauf. Natürlich habe ich so viel gelernt und so viel gebüffelt. Ich will jetzt auch sozusagen davon was haben und will auch in ein anderes Land gehen. Aber ich frage mich dann auch, was passiert denn mit deren Renten dann? Was passiert denn, wenn die 2 Jahre oder 3 Jahre in Deutschland Ich arbeiten? glaube, die Vorstellung eines sozialen Europas und alles, was wir jetzt gesagt haben, läuft eigentlich, ist Teil eines solchen Programms. Es fängt ganz unten an, dass man tatsächlich einen europäischen Arbeitsmarkt und europäische Ausbildungsverhältnisse in dem Sinne schafft, dass die Menschen qualifiziert werden, eben nicht nur in einem Land, sondern in mehreren tätig zu werden. Es kommt darauf hinaus, dass man die Sozialsysteme so füreinander öffnet, dass Karrieren möglich werden, die auch eine europäische Karriere bedeuten und gleichzeitig eine feste Rente. Geht sehr viel weiter. Man müsste überlegen, wie man auch neue Sicherheiten schaffen kann für Arbeitnehmer in Europa. Also nicht nur Mobilitätschancen eröffnen, sondern auch neue Sicherheiten. Das wäre eine ganz wichtige Idee, selbst wenn man sie nicht heute oder morgen umsetzen kann, aber dass man darüber spricht, dass das ein wichtiges Ziel ist, für das man kämpft. Aber man muss sehen, dass dafür auch eine ganze Menge noch geschehen muss.